Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Und wenn in 13:06, falsch rum, aber egal. Heute qualitativ wieder ein Stück höher als gestern, will ich hoffen. Und ja, wir sind in dieser Traumwelt gelandet, weil wir Rattenblut und unser Blut gemischt haben und getrunken haben. Dieser komische Schamane hat voll eine Klatsche und wir erkunden jetzt einfach mal die Welt. Wir haben keine Waffen, wir haben gar nichts. Und die Bestien fürchten mich nicht. Oh nein, ist das der Geist von den Riesen aus der letzten Folge? Oh, eine Eule. Ja. What the? Wow, ich fliege. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie? Das steuere ich selber. Okay, ich fliege unter Wasser. Läuft hart. Ich habe dezent das Gefühl, das Zeug, was ich geschluckt habe, ist nicht gut. Wow. Fuck. Da, er verfolgt uns. Das ist doch derselbe, kannst du mir erzählen, was du willst. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, dass ich voll auf dem Trip bin. Der hat da bestimmt Pilze reingemischt oder so. Das ist wie eine Disco. Andauernd trinkt sie irgendeinen Scheiß. Nice. Wow. I believe I can fly. I believe I can touch the Pflasterstein. Ich hab fast echt den Pflasterstein getouched. Oh fuck. Was geht hier nur ab? Okay, 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 wir haben es geschafft. Und Mammuts und, wenn ich richtig gesehen habe, Rehe. Hier fliegen Steine durch die Gegend. Und Eule, ich will da nicht wirklich rein. Oh fuck, oh fuck. Hau doch nicht ab, du doofe Eule. Oh Mann. Euch werde ich auch noch töten. Geh bloß weg, du. Ja, ja. Ein Bär? Okay. Zähme. Alles gut. Okay, wie es ausschaut, haben wir eine Eule.
Ich nenne sie Henry. Henry ist gut, oder? Henry ist ein guter Name für eine Eule, komm. Ich finde auch. Okay. Faran habandata. Kubal sanguar habanda magata. Ulaukawal waida walkwaswang. Haiwa si bargwa shayu. Tu shidaha magata. Tu miauga. Winjara nartar lajarsh. Tilauka sakwa. Musan, Jausman. Okay. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann haben wir jetzt eine Eule. Ach, da ist der Ausgang. Ach du Scheiße. Wir stellen uns erstmal neue Pfeile her. So. Ah, wie geil ist das denn bitte? Geil ist das. Kann ich jetzt einfach über die Map fliegen? Hui. Ist zu weit entfernt. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ach so. Okay. Dann hätten wir das und Blaublatt. Und da vorne sehe ich doch Gegner. Fuck. Au, bist du bescheuert? Hallo? Sonst geht's noch bei euch, oder was? Mit einem Speer bewerfen. Das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Die fressen hier einfach alle Menschen weg. Okay, ich bin Steinsammler leidenschaftlicher. Also gehe ich dieser Tätigkeit auch in Spielen nach, weil ist lustig. Ich glaube nicht, dass ich hier runterfallen möchte. Wow. Hier möchte ich auch nicht unbedingt runterfallen. Wir laufen. Ich nehme ein bisschen Schiefer mit.
Schiffer, Schiefer, keine Ahnung, ist doch Schiffer. Schiefer. Ach, was weiß ich denn? Oh. Ich hab Fleisch weggeworfen. Ich finde das Feature irgendwie cool. Ja, ich ruf's mal lieber zurück. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass da hinten so ein Adler rumfliegt. Was hast du zu quietschen? Nichts? Okay, ist vielleicht besser. Was ist denn da unten? Okay, okay, wie komme ich denn da jetzt runter? Fetch, wie ich den einfach weggefetzt habe. Oh, fuck, ich habe mich damit einen kompletten Dorf angelegt. War vielleicht nicht so schlau. Ja. Mann, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Das ist voll kacke. Ich will sprechen, weil ich will euch ja nicht langweilen. Ich hoffe, das Spiel entertaint euch auch so ein bisschen. Aber ich denke mal, die meisten, die werden mein Let's Play jetzt nicht so als Haupt-Let's Play-Kanal ansehen, so dass ihr das alles eh schon kennt. Okay, das bringt Feeling auf. Die gehen jetzt da oben lang und gucken, wo ich bin. Und ich verkrieche mich einfach im Wald. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Finde den Wolfsbau und zähme den Weißwolf, damit er an deiner Seite kämpft. Würde ich gerne machen, aber jetzt habe ich schon eine Markierung in die Richtung gesetzt. So. Wow. Ich höre doch einen Wolf. Ich höre ihn. Oh, da ist er doch. Das war gekonnt. Wir machen in der nächsten Folge wahrscheinlich erst die nächste Quest. Mal gucken. Die Hälfte der Folge ist ja schon wieder rum. Und ich habe nichts Relevantes gemacht. Oh, fuck. Okay. Sind hier böse? Nö, alles klar. Gut, dann suchen wir uns doch mal einen Weg runter. Gehen durchs Wasser, über den langen Pfad. Töten dieses Viech nicht, weil es wegrennt. Oh.
und nehmen uns Schilf. Nein! Was ist? Du dann? Wow. Ja. Rothunde. Jetzt ist meine Fackel aber weg. Ah. Hier war doch noch was. Oh Mann, ich glaube, das war einer von uns. Ruhe im Frieden. Aber Ruhe im Wasser. Gut, wir holen uns unsere Pfeile zurück. Und häuten diesen Rothund. Und hier war doch noch einer. Ey, der rennt weg. Der holt jetzt nicht Freunde, oder? Tja, selbst schuld, Kollege, selbst schuld. Ja, scheiße, jetzt habe ich meinen Speer natürlich weggeworfen. Ja, es ist problematisch hier in diesem Spiel. Dass ich mal eine Sekunde nicht hin. Hoch. Also es ist nicht problematisch, es ist eigentlich ein cooles Feeling so, dass man nachts aufpassen muss. Das war nicht geplant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Nacht starten möchte. Ich sehe da hinten zwei Feuer. Gut, dass wir Euli haben, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Scheiße. Ich habe den Namen meiner Eule vergessen. Was war hier unten? Ja, ja, legen wir uns besser nicht mit an. All diese Feuer interessieren mich. Gegner oder? Okay. Ich würde gerne die Nebenquest machen, aber ich glaube nicht, dass die wegrennt. Ist das euer Ernst, Alter? Alter. Die Dinger sind schon anhänglich, ne? Haut bloß ab, ihr. Ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal neues Hartholz irgendwie. Und muss ein bisschen drauf achten. Aha. Mutig, so spät alleine rauszugehen. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Yay. Bestienmeisterfähigkeiten. Rufe Eule und halte R3, um den Jägerblick zu bekommen. Okay.
Ich weiß gar nicht. Während wir Ren heilen, ist ganz cool. Allerdings. Ja, ich weiß nicht. Pflanzen auf eine Minikarte. Das könnte praktisch werden. Ich denke mal, dass wir. Verpisst euch. Also die Tiere haben auf jeden Fall Angst vor Feuer. Das ist praktisch. Flüstergrotte entdeckt. Ich denke mal nicht, dass die unbewohnt ist. Oder hat der Kerl die alleine bewohnt? Was ist das? Achso, Knochen. Okay. Hier scheint echt nichts Interessantes drin zu sein, wa? Okay. Das finde ich merkwürdig. Wenn man die Tatsache beachtet. Ach, hier war mal ein Dorf. Das wurde anscheinend überflutet. Okay. Ja gut, bisschen Holz sammeln. Hier ist doch was. Ach, das war ein Schmetterling. Ich frage mich ganz ehrlich, so eine richtig Scheiße. Hätte ich erledigen können und dann hätte ich meinen Köcher schon wieder verbessern können. So eine richtig straight dumme Frage, aber wie war die Luft wohl damals? Bestimmt nicht verpestet, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So richtig straight dumm ist die Frage eigentlich. Wie war es damals zu atmen? Aber das interessiert mich halt echt. Weil. Überleg doch mal. Verpiss dich. So ist gut. Gut, dann machen wir noch die Nebenquest, würde ich sagen. Bevor wir gar nichts erreicht haben hier großartig in dieser Folge. Boah, ist das Vieh schnell! Das noch? Nee. Ah, das Viech ist halt tierisch schnell. Ich glaube, die Nebenquest müssen wir doch in der nächsten Folge machen. Ich folge jetzt auf jeden Fall der Blutspur. Habe ich einen Jaguar erledigt, ein bisschen Jaguarfell bekommen. Was ist denn hier? Ach du Scheiße. Das sind so Zufallsevents, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Okay, cool. Finde ich echt super. Sowas mag ich ja. Oh, und da hinten beim alten Dorf sind jetzt auch wieder Gegner. Und wir fangen die Quest dort doch mal an. Wenn ihr helfen, Eskorte. Da oben. Okay. Fuck. Ich dachte, wenn ich ein Stück drüber ziehe. Dass der Pfeil durch Schwerkraft und so. Wo bist du? Ich hab den Satz vergessen, scheiße. So ist das doch gar nicht cool. Das ist absolut uncool, wenn ich immer vergesse, was ich sagen wollte. Ich würde den dann doch ganz gerne erwischen. Der macht mir sonst nur Stress. Fuck. Ja. Ich habe Mist gebaut, würde ich sagen. Ich denke mal, mein Speer ist jetzt auch weg. Dann nehme ich das Hartholz hier mit, beziehungsweise das Holz hier mit. Und wir gehen jetzt mal zur Quest. Tut mir leid, dass in dieser Folge nicht so viel Action war, aber daran müsst ihr euch gewöhnen, wenn ihr dieses Let's Play hier weiterverfolgen möchtet. Ich bin ein extrem erkundungsfreudiger Mensch. So erkundungsfreudig dann auch wieder nicht. Und ja, ich möchte das Spiel halt genießen und nicht einfach durchrushen. Also wenn ihr wollt, dass nur die Story straight gespielt wird, seid ihr bei mir leider falsch. Das ist auch so mein Problem mit Witcher und alles. Ich habe es bis heute noch nicht durch. Zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Naja. Wir stellen uns 3 Pfeile her, dann haben wir 5. Interagieren mit denen. Und das sind 4 Leute, die wir durchbringen können. Unter Umständen. Wenn wir Glück haben. Ein bisschen. Skill könnte auch nicht schaden. Und ich gehe mal vorne mit. Und achte drauf, dass hier keine bösen Gegner kommen. Und da kommen schon die ersten. Halt, nein, die sind lieb. Halt, ey. Ich musste gestern schmerzlich erfahren, dass man auch Verbündete töten kann. Weshalb es ein wenig problematisch ist, wenn man hinten steht, mit dem Bogen schießen will und die Deppen einfach straight vorrennen. Oh, der Fuß ist kaputt. Ich hab halt weder Keule noch sonst irgendwas gerade. Oh, scheiße. 2 Stück schon tot. Fuck, fuck, fuck. Nicht gut. Absolut scheiße ist das.
Kann ich denn sagen, die sollen sich hier neu sammeln? Die beiden, ich meine, zumindest die wollen wir ja durchkriegen noch, ne? Okay, okay, okay. Für den Nahkampf bin ich jetzt gewappnet. Okay. Ah, komm. Bam. Die hätte ich dann doch mal erwischt. Ausnahmsweise treffe ich dann doch mal was. Leider können wir die nicht häuten. Menschenhaut. Lecker. Nee, die sind nicht böse. Finde ich gut. Zwei neue Bewohner. Finde ich natürlich auch sehr gut. Ach, hier kann ich meinen Pfeil entzünden und hier irgendwas platzieren. Ich habe keine Ahnung, was das wird zwar. Aber ich weiß, dass ab und zu diese Dörfer angegriffen werden. Wir schauen mal, ob hier irgendwo was Schönes, Interessantes ist. Da hinten ist der Schamane. Da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge... Ist doch der Schamane, oder? Nee, ist ein Venya-Ereignis. Seht ihr das, wenn ich rauszoome? Dass das... Ja, jetzt seht ihr das auf jeden Fall, dass das hier so rot ist. Ich glaube, das bedeutet, das ist nicht unser Bereich. Als nächstes, in der nächsten Folge gehen wir hier hin, dann hier lang, diese unbekannten Orte erstmal entdecken. Ne, erst zum Lagerfeuer, dann hier, dann hier, dann laufen wir, weil wenn ich Schnellreise benutze, ist immer so scheiße. Dann hier. Und dann machen wir die Hauptquest. Entweder in der nächsten oder übernächsten Folge machen wir dann die Hauptmission. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ne? Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Euer Wenne 1306. Haut daraus, nicht zu fest. Könnte wehtun. Und ihr könnt mir ein Abo da lassen, ihr könnt mir ein Like da lassen oder ein Kommentar. Ein Kommentar würde mich sehr freuen. Bis dahin, jeden Morgen um 9 Uhr eine neue Folge hier auf diesem Kanal, bis dieses Spiel durchgezogen ist. Haut raus, Leute. Ciao. So.